Roller entdrosseln. Das ist ganz einfach. Erst einmal alle Schrauben rundherum vom Vario-Deckel lösen. Das geht mit der Ratsche und einer Achternuss ganz gut. Kleiner Tipp, die Schrauben wirklich losdrehen, aber drin stecken lassen. Denn da die unterschiedlich lang sind, wird es sonst beim Zusammenbau immens schwer herauszufinden, wo welche Schraube hingehört. Nachdem alle Schrauben gelöst sind, im Übrigen die vom Kickstarter nicht, kann der Deckel abgenommen werden. Dabei darauf achten, dass die Schrauben nicht rausfallen. Die eigentliche Variomatik sitzt hier hinter dieser Einheit. Um da ranzukommen, muss die Mutter gelöst werden. Das ist eigentlich das größte Problem, denn die bekommst du nur mit einem Schlagschrauber los. Ich habe schon oft gesehen, dass man hier Werkzeuge, Hölzer oder ähnliches reinsteckt, um ein Mitdrehen zu verhindern. Ganz ehrlich, mach das nicht. Du arbeitest hier an der Kurbelwelle. Dabei kann echt viel kaputt gehen, wenn du es falsch machst. Kleiner Tipp, diesen Schlagschrauber gibt es auf elektrischer Basis. Kostet um die 20 Euro. Mach das deinem Vater schmackhaft. Der soll sich sowas kaufen für den nächsten Reifenwechsel. Und dann bekommst du auch diese Mutter los. Bei der Demontage muss man sich die Reihenfolge merken. Erst die Mutter. Weiter geht es mit der Sternscheibe oder auch Mitnehmerscheibe genannt. Und zum Schluss die Riemenscheibe. Um den Riemen abzubekommen, muss man diesen etwas lockern. Ist auch ganz einfach. Man greift hier hinten in den Wandler hinein, das ist dieser, und drückt den auseinander. Damit rutscht der Keilriemen runter und wird vorne länger. Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur raten, mach das Ganze, wenn der Roller kalt ist. Die Kupplungsglocke kann verdammt heiß sein. Jetzt kann der Riemen weg und die eigentlichen Drosseln sind schon hier. Das ist die erste und genau, da ist noch eine zweite. Pro Drossel kannst du mit 10 km/h Geschwindigkeitszuwachs rechnen für jede einzelne, die du weglässst. Jetzt nehme ich mal die Vario runter. Ich versuche mit dem Finger dahinter zu kommen und die Steigscheibe festzuhalten, damit mir die Röllchen innen drin nicht durcheinander fallen. Hier ist die Steigscheibe. Ja, dieses Blech hier, was du siehst, das ist keine Drossel. Das ist so ein Spritzschutz für das Fett, was an den Röllchen ist, damit das auch da drin bleibt. Das siehst du daran, weil dieser Gleitbolzen lässt sich komplett einfahren. Das kann bei dir anders sein, dass dieses Blech so gebogen ist, dass die Steigscheibe nicht komplett bis nach oben fahren kann. Dann ist es eine Drossel und dann sollte sie natürlich auch mit raus. Wie funktioniert eigentlich so eine Vario? Ist ganz simpel. Ich zeige es mal, ich nehme mal diesen Steigteller raus. Hierin siehst du jetzt diese Röllchen, die bewegen sich so nach außen. Dadurch wird wiederum der Steigteller nach oben bewegt. So. Also so wird er nach oben bewegt. Das wiederum hat zur Folge, dass die Auflageflächen für den Riemen, der hier sich dreht, kleiner wird, weil der Bolzen nach innen geht. Und der Riemen hat keine andere Möglichkeit, außer nach oben zu steigen. Im Wandler hinten wiederum rutscht er dadurch nach unten und damit veränderst du einfach das Übersetzungsverhältnis, wie beim Fahrrad. Vorne großes Ritzel, hinten kleines Ritzel und du hast mehr Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt mal die Drossel mit hier drauf setze, siehst du, da kann der Bolzen nicht mehr komplett einfahren und dadurch diesen Steigteller nicht komplett anheben. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Also erst die Vario drauf, jetzt den Riemen, der kann einfach so locker da drauf gesteckt werden. Dieses Teil hier, sollte das mal mit rausfallen, das ist nur vom E-Starter, wird nur gesteckt. So, jetzt geht's weiter mit der Riemenscheibe. Hier ist auch so eine Verzahnung, da muss man drauf aufpassen, dass die genau ineinander greifen. Weiter geht es mit der Mitnehmerscheibe und zu guter Letzt die Mutter. Abschließend muss nur noch der Vario-Deckel wieder festgeschraubt werden. Dabei muss man die Schrauben über Kreuz festziehen, damit sich der Deckel nicht verzieht. Der noch schlaff sitzende Keilriemen spannt sich im Übrigen nach dem ersten Starten von selbst.